Imiga Jarl is dead. I was told you're a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Imiga Jarl. The stones. Imiga Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Aber es sieht nicht so schlimm aus. Ach, das sieht easy aus. Okay. Fertig. Bumm. Wenn mir das Rätsel so wäre, ne? Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Imiga Jarl's heart never wavered. Spider-Man ist auch noch für dieses Jahr angekündigt, aber nur für PS Exclusive. Ja, aber jetzt habe ich ja eine Playstation, jetzt kann ich das auch spielen. Ich habe auch das erste Spider-Man mir auch schon gekauft. Ich weiß so nicht, wann ich das machen möchte. Ich möchte halt eigentlich erstmal Assassin's Creed definitiv durchkriegen und dann mal gucken, Chris Tripod! Yes, Himmingers heart was as steady as it was large. You've not yet answered me. Will you help me with my etching? How will you remember him? By his wisdom, always an inspiration. The web of Wirthan. Nine lines that write our fates. Past, present, and future entwined. Is this what you desire? Yes, I choose this one. I will begin. Was passiert hier gerade? God of War incoming. Könnte man auch tatsächlich überlegen. Aber wahrscheinlich erst 2024 oder so was. How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Imiga Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. Okay. Wann muss ich denn dann eine Wahl treffen für euch? The Jarl-Ding is tomorrow, and a Jarl must be chosen. I should speak with Suniva about this. Bin immer noch für den anderen. Not gonna lie, bin für den anderen. Mann, ich hätte mal hier den Aussichtspunkt machen sollen. Wir teleportieren mal kurz zurück. Wenn ich mal überlege, dass ich irgendwann mal einen Plan hatte, Assassin's Creed im April fertig zu kriegen, und jetzt sind wir im September und wir spielen es immer noch. Ich meine, okay, ich hatte aber zwischenzeitlich auch nicht mehr so viel Spaß, weil ich das Spiel mittlerweile. Jetzt geht's gerade wieder so. Aber ich würde mal, mich würde mal gerne interessieren, wie lange ich das Spiel schon spiele. Jetzt haben wir wieder jeden Tag ein Story-Game. 118 Stunden. Wir haben gar nicht so viel Assassin's Creed gespielt. Das ist es halt, ne? Also ich sage, das meine ich ja auch immer wieder, wenn ich so viel Assassin's Creed spiele würde, wie ich Sea of Thieves, Naraka, wo ich auch schon 40 Stunden habe, Overwatch. Aber diese Spiele sind einfach einfacher so von der Hand, dass du einfach sagst, okay, ich spiele jetzt ein bisschen Overwatch. Bei hier muss ich immer das Spiel starten, dann Stream starten, da starten, hier starten, bla. War auch der Umzug bedacht? Nee, ich meine, der Umzug hat ja so 2 Monate jetzt wirklich rausgeschmissen, ne? Aber Dezember jeden Tag Storygame könnte man machen. Ich meine, erinnert ihr euch noch, wie wir das mit Valhalla Odyssey irgendwann gemacht haben? Da habe ich eine Episode von einem DLC den ganzen Tag gespielt und das hat 10 Stunden gedauert. Aber ich war einfach so, ich ziehe das jetzt durch. Ist mir egal.
Ich hätte aber auch zwischenzeitlich gerne wieder Bock auf ein kleineres Spiel. Also wenn Valhalla durch ist, dass man sagt, okay, wir machen irgendwie ein 30-Stunden-Spiel oder so, was nicht so ganz so lange dauert. Isan 2031, ja, also Borderlands muss ich noch irgendwann spielen. Ja, wahrscheinlich, Dennis. Und es tut mir super leid. Es tut mir wirklich super, super leid. Ich überlege halt auch, ob wir sagen, okay, wenn ich Valhalla durch habe, machen wir einfach erstmal wieder eine Wahl, was ihr haben wollt. Und es kommt Emily mal wieder zwischenzeitlich. Gibt ja auch zwei Player-Story-Games mit Nick zusammen, True. Borderlands. And were your questions answered? Some questions were answered. Others I must answer myself. Do you think there is a place for Willy in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this Shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Willy? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Willy. Tryggvi. Each man wears one of Hemingr's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this Shire for your own. Warum sollte ich das Shire noch übernehmen? Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Snottingham Shire deserves a leader to admire. A man the people can trust. Most love Willy, and he loves them. He lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise, and loyal to the legacy Hemingr Jarl left behind. Almost to a fault, but he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. Poor. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission, only your forgiveness. Gods, Eivor! Put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi, and not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemingr Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Hemingr were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? And was your vow to serve Hemingr Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. Die letzten Missionen waren halt Level 32, ausgegeben war 36. Oh ja, okay. Eivor! Sunniva! Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Willy gave chase. Arschstick! You should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. Entschuldigung, ich kann ihn doch locker alleine töten. Taken form.
Arstig was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back. As children. Ich glaube, ich blockiere sie gerade richtig hart. Ich habe sie richtig hart blockiert gerade. I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin, he has the mighty wolf kissed as his shadow. There are things we do for family, Suniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of Raven Clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Aww. That's actually cute. Here, Eivor. This was where Vili saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens stand vigilant. Sure. Ja. Ja, ja. Wir gehen da mal kurz rein. Wir kennen uns ja hier schon aus. Wir waren ja schon mal hier. Also Billy tötet hier mal ein paar Pigs. Okay. Sind die auf einmal mein Level? Keinen guten Job, was zu dodgen oder parieren. Also parieren tue ich gerade gar nicht. Aber dodgen tue ich auch nicht. Ich mache gerade nur Hack und Slay. Stop, Vili. They're gone. It's done. I've seen Roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Pferde. Ohne Probleme, wir haben das damals probiert, das gab vielleicht ein bisschen Probleme. Was hat er denn vorgehabt gerade? Vielleicht habe ich zumindest mit solchen Problemen erinnert. Vielleicht haben sie es ja nochmal gefixt mit dem Enhanced Multiplayer. But who knows? Ich bin actually überrascht, dass ich anscheinend die ganze Zeit falsch rum in die Höhle gerannt bin, gerade als wir hier waren. Das Wasser ist schon schön gemacht. Ich glaube nur aufs Maul. Genau wie er. Er hat sogar nur 10 XP gebracht. Hallo, wir haben eine Abkürzung genommen. Zum dritten Mal. So, und nochmal stehen wir hier oben. Wunderschön. Just like when we were children, getting into trouble and getting away.
save your honey words for when we get out of here alive, Arstig. Arstig. Was soll das denn im Kontext überhaupt bedeuten? Ich meine, bei uns gab es so Probleme. Wir waren immer noch in einem Angriff, wie wir dann aufgehört haben. Oh, wie ätzend, ey. Das ist aber dann wirklich sad, so. Aber man möchte ja auch einfach einwandfrei spielen können und ohne irgendwelche dummen Probleme grundsätzlich, so, ne? Kann ich schon verstehen. Ich bin ja auch super schnell gefrustet, wenn was nicht funktioniert. Hab ich gerade einen Chicken hier gehört? Thank you.